sowas? Ihr seid verkehrt herum. Ist doch zu dumm. Ich bin verkehrt herum. Dreht eure Flimmerkiste um, Leute. Da sind ja Zuschauer. Wir sind leider bescheuert. Ja, bescheuert. Irgend so ein verrückter Wissenschaftler hat herausgefunden, dass wir Fledermäuse alle total plemplem sind. Er sagte nicht, wieso, warum. Behauptet einfach, wir sind dumm. Behauptet, wir sind dämlich, bescheuert und bekloppt. Der Grund dafür ist nämlich, na, wenn's so ist, dann können wir nichts dafür. Jahr um Jahr um Jahr sind wir hier im Glockenturm zu Haus. Und das Ding-Dong-Ding und Klingelingeling, logisch, hält man im Kopf nicht auf. Darum sind wir total blick. Wir total blick. Also bescheuert und total bescheuert. Hoffnung, dass wir die Heimat blick. Kuhglocken, Kirchenglocken, Türglocken, Glockenblumen. Und wenn's brennt? Schrillen Feuerglocken. Schulglocken, Schlittenglocken. Und die Tischglocken. Alles bimmelt und klingelt wie's Telefon. Hallo? Hallo, Zuckerlämpchen. Wie geht's denn euch allen? Wer spricht denn da? Ach, nur eine alte Fledermaus im Glockenturm. Hier unten in Birmingham in Alabama. Eine Südstaatenschönheit. Und darum sind wir total blick. Wir total blick. Absolut bescheuert und total beklagt. Hoffnungslos behämmert. Fledermäuse sind alle grau. Ja, wir sind alle grau. Naja, sagen wir besser alle außer ihm. Er war zu viel in der Sonne. Und ich bin die größte Fledermaus. 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 Schubst mich auch mal runter, ja? Macht ihr das? Na, macht schon!
zwei bei Licht besehen, bei Tag und Nacht, das mag noch gehen. Und schlägt die Glocke drei und vier, gewöhnt man sich dran, lebt man hier. Doch fünf und sechs klingt schon idiotisch, bei sieben und acht wird man neurotisch. Besonders neun und zehn sind voller Tücken, bei elf geht man dann längst auf Krücken. Völlig unerträglich wird's zur Qual, schlägt die Uhr zum zwölften Mal. Sind wir total blind?